Gude, heute machen wir ein Chili, aber so ein bisschen abgewandelt, also nicht so, wie man es kennt. Nein, wir werden heute ein Chili mit Ochsenbäckchen machen. Ich selber habe es tatsächlich noch nie so gemacht. Ich bin selber ein bisschen gespannt, ob es schmeckt, ob es gut wird, wie es wird. Ja, aber wie es wird und ob es gut wird und ob es am Ende schmeckt, das seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Es ist schon eine Zeit lang her, als ich das letzte Mal ein Chili con Carne gegessen habe und deswegen habe ich mir gedacht, heute machen wir mal ein Chili con Carne und zwar mit Ochsenbäckchen. Beginnen wir auch gleich schon mit einer wunderschönen roten Zwiebel, die ich jetzt erstmal in akkurate Waffeln schnitzen werde und ihr wisst es ganz genau. Rote Zwiebeln sind einfach nur, das ist der König. Rote Zwiebeln ist der König. Ich meine, weiße Zwiebeln sind auch gut, aber... Versteht mich nicht falsch, ja, die armen weißen Zwiebeln, keiner mag sie. Doch, man mag sie natürlich, aber die sind zu hart im Geschmack, die kommen mit einer Faust ins Gesicht und so eine rote Zwiebel, die umschmeichelt den Gaumen und macht alles wunderschön. Im Sauerland würde man jetzt von Zwiebelliebe sprechen. Ganz viele Grüße gehen raus an die Sauerländer Barbecue und ihre Zwiebelliebe. Ja. Die Waffeln kommen jetzt in diese wunderbare, silberfarbene, glänzende Schüssel. Und wenn ihr noch nicht Abonnent dieses Kanals seid, dann würde ich mich tierisch über ein Abonnement freuen, einen schicken, netten Daumen nach oben und natürlich freue ich mich über jeden Kommentar, versuche auch jeden Kommentar, soweit es geht, zu beantworten und so schnell wie möglich. Ich bedanke mich bei euch, Kuss geht raus, ich hab euch lieb. Jetzt habe ich hier ein bisschen Knoblauch, den ich auch ein bisschen grob runterhacke. Der muss jetzt nicht filigran runtergeschnippelt werden, einfach so grob zerhacken, so dass er nicht zu groß ist, aber auch nicht zu klein ist. Das ist nicht ganz so wichtig, das wird nachher eh zerkocht. Und ich muss an dieser Stelle mal kurz aufs Wetter eingehen. Es ist tatsächlich gerade Dezember. Es ist wirklich kalt. Aber schaut's euch an, ist das nicht ein hervorragendes Wetter? Ich habe genau den richtigen Zeitpunkt erfasst, um heute ein Chili con Carne zu machen. Machen wir aber auch gleich weiter. So, Chili habe ich hier. Denn Chili con Carne, das sagt der Name schon, gehört natürlich da auch rein. Ich habe hier eine wunderschöne rote Chili. Mit Kerne und allem drum und dran, halt außer Stängel, wird das jetzt klein gehackt. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr es schärfer haben möchtet, natürlich 2 Chilis nehmen oder 3 oder 10. Das bleibt euch überlassen. Im Übrigen, die genaue Zutatenliste gibt es wie immer am Ende vom Video. Könnt ihr euch abschreiben, Screenshot, das Tablet auf den Fotokopierer legen, den Bildschirm abfotografieren. Oder Thomas oder Regina, schreiben es in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr das wöchentlich abwechselnd machen oder von Video zu Video abwechselnd. Man weiß es ja nicht. Naja, okay. Aber vielen Dank an euch beide, dass ihr das immer macht, damit die Leute sich quasi die Rezepte, die Zutaten copy and pasten können. Schon wieder ein neues Wort davon, copy and pasten. Alter, bin ich ein Vogel. Ich habe jetzt hier den Dutch Oven, den habe ich jetzt schon mal auf den Grill gestellt. Unten befinden sich Kuckucko-Eggs, die quasi die Hitze generieren. Und jetzt werden die Ochsenbäckchen angebraten. Erstmal 2. Weil mehr passen nicht rein. Ich habe in Summe habe ich 3 Ochsenbäckchen. Das ist ungefähr so ein Kilo. Ich werde immer wieder gefragt, was ist das für ein Dutch Oven? Welche Größe hat der? Was kann der? Warum ist er auf dieser Welt? Was hat er schon erlebt? Liebe Leid. Der hat einen Durchmesser von 24 cm, ein Fassungsvermögen von 3,6 Liter. Er ist Bestandteil eines Gustopf-Sets. Also der kommt quasi in so eine Holzkiste. Da ist doch noch ein kleiner Gustopf dabei, eine Pfanne, eine Plancha und also ein anderer Krempel. Kostet wirklich nicht viel. Unten in der Infobox ist ein Link. Könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr auch dieses Dutch Oven Set haben wollt. Da müsst ihr nicht immer fragen, was ist das für einer, denn ich benutze eigentlich nur diesen. Drittes Ochsenbäckchen wird jetzt auch angebraten. Ihr müsst es nicht durchbraten, es wird ja nachher noch geschmort. Also wir wollen wirklich nur ein paar Röster rum generieren, also da müsst ihr nichts durchbraten, nur so ein paar Minütchen. Jetzt gebe ich nochmal ein bisschen Olivenöl hinein, denn gleich werde ich die Zwiebeln anbraten. Im Übrigen habe ich ja gehört, so Mais hat in einem Original-Chili con Carne gar nichts verloren. Ob wir heute ein Original-Chili con Carne machen, das wage ich zu bezweifeln, aber Mais werden wir heute auch nicht reinmachen, falls irgendjemand auf die Idee kommt und fragt, Alter, du hast kein Mais. Habe ich extra nicht, nein. Aber ich brate gerade die Zwiebeln, den Knoblauch und die Chili an und gebe noch ein bisschen Zitronensaft hinein und das riecht großartig. Ich bin maximal begeistert. Zu den Zwiebeln, den Knoblauch und der Chili kommen jetzt noch 2 Lorbeerblätter. Es ist ja so ein kleiner Geheimtipp, wenn man Suppen macht oder wenn man Soßen macht, Eintöpfe. Da gibt man immer ein Lorbeerblatt dazu, das macht das Ganze noch so ein bisschen runder. Das ist so ein kleiner Geheimtipp, also merken. Das ist aber jetzt kein Geheimtipp und zwar brauner Zucker. Den gebe ich auch noch hinzu und lasse ihn ein klein wenig karamellisieren.
Und dann gebe ich Rinderbrühe hinzu. Würzen werden wir das Ganze natürlich auch, und zwar mit ein bisschen Oregano, ein bisschen Salz, ein bisschen Kumin, also Kreuzkümmel. Es ist ja total lustig. Ich habe mich ja in meinem Blumenkohl-Video, wer es nicht kennt, ich verlinke das mal da oben, versprochen. Ich hatte Majoran im Glas, habe aber Oregano gesagt, und seitdem lachen die Leute, wenn ich entweder Majoran sage oder Oregano, da fragen sie immer nochmal nach, meinst du auch wirklich Majoran? Meinst du wirklich Oregano? Ich versuche das weitestgehend richtig zu sagen. In diesem Fall ist es tatsächlich jetzt Oregano. Den habe ich jetzt dazugegeben und jetzt kommt noch ein bisschen Kreuzkümmel hinzu. Beim Kreuzkümmel solltet ihr auch abschmecken. Tatsächlich, weil zu viel Kreuzkümmel ist nicht so gut. Zu wenig ist auch nicht so gut, weil es dann irgendwie, dann fehlt irgendwas. Könnte dann quasi ein bisschen lasch schmecken. Jetzt sind wir auch schon an dem Zeitpunkt angekommen, dass unsere Ochsenbäckchen in den Topf können. Oh, ich glaube, da hat jemand was dagegen. Habt ihr das gehört? Uiuiui. Oh, sieht das gut aus. Uiuiui. Da ist aber jemand ganz anderer Meinung. Wir gießen das Ganze jetzt noch mit ein bisschen Wasser auf und dann wird das Ganze bei geschlossenem Deckel circa 3 bis 3,5, vielleicht auch 4 Stunden geköchelt, bei ungefähr 150, 160 Grad. Es sind jetzt tatsächlich schon 3 Stunden vergangen. Als ich mit dem Video angefangen habe, habe ich gedacht, ach, das wird so 2, 2,5 Stunden dauern. Nix da. Das hat wirklich, wir sind jetzt bei 3 Stunden angelangt. Und ihr solltet aber zwischendrin mal nachgucken, ob ihr auch noch genug Flüssigkeit drin habt. Gegebenenfalls noch ein bisschen Wasser nachkippen. Mittlerweile ist das Fleisch schon so weich geworden, dass man es pullen kann. Das machen wir nämlich jetzt. Und es steigt mir ein Duft in die Nase, der wirklich sensationell ist. Einfach nur gigantomanisch. Jetzt gebe ich noch ein bisschen Kidneybohnen dazu. Ich weiß nicht, ob die in ein richtiges Chili gehören. Also Mais gehört nicht rein, das weiß ich. Aber das machen halt die Europäer. Aber Kidneybohnen, ich weiß nicht. Ist ja auch egal. Wir machen kein Original Chili con Carne. Wir machen einfach ein Chili hier einmal ohne Ananas zu mitnehmen. Deckel drauf und das Ganze wird jetzt nochmal 20 Minuten geköchelt. Vielleicht auch 25, kommt hier drauf an. Hier habe ich jetzt eine wunderschöne Scheibe Brot, großartig. Und unser Chili ist fertig. Der Duft ist wirklich gigantomanisch, großartig, phänomenal. Und wir können es quasi jetzt essen. Wow. Es ist wirklich keine Augenweide. Also da habe ich schon schönere Gerichte gesehen, aber der Duft, wie ich eben schon erwähnt habe, einfach nur großartig. Und weil uns die Chili nicht reicht, gebe ich noch ein bisschen Chili-Pulver hinein. Das gibt noch so ein kleines i-Tüpfelchen, hoffe ich zumindest. Dann verrühre ich das Ganze und dann kann das Ganze mit einer Scheibe Brot oder mit ein bisschen Reis, Nudeln, wie auch immer, gegessen werden. Aber bevor es gegessen wird, müsst ihr es machen und ich bin mir fast sicher, ihr möchtet es nachmachen. Und damit ihr das könnt, braucht ihr folgende Zutaten. Ihr braucht Ochsenbäckchen, Zwiebeln, rote Chili, Knoblauchzehen, Rinderbrühe, braunen Zucker, Lorbeerblätter, Oregano, Kreuzkümmel, Saft einer halben Zitrone, einen Liter Wasser bei Bedarf mehr und ein bisschen Salz. Und ich bin mir fast sicher, ihr möchtet jetzt gerne wissen, ob das Ganze auch schmeckt. Das sehen wir jetzt, denn jetzt wird probiert. Hier habe ich jetzt dieses ungewöhnliche Chili mit Ochsenbäckchen. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie das schmeckt, weil so habe ich tatsächlich Chili noch nie gegessen. Wir probieren einfach mal mit ein bisschen Brot. So. Na? So, ich bin wahnsinnig gespannt. Richtig gut. Ich könnte aber noch ein bisschen Salz vertragen. Tatsächlich. Und ich glaube, ich werde noch ein bisschen Kreuzkümmel dazugeben. Ja, wie gesagt, müsste am Ende abschmecken. Aber es ist tatsächlich großartig. Ich überlege mir gerade, ob man nicht quasi das Ganze mit ein bisschen Stärke abbindet. Das ist ja doch schon ein bisschen flüssig oder noch ein bisschen einkocht, aber... Das ist der Wahnsinn. Einfach der Wahnsinn. Liebe Leid. Dieses Chili mit Ochsenbäckchen ist großartig. Ich meine, es ist immer großartig, was ich mache, aber das ist wieder speziell großartig. Aber was soll ich jetzt noch sagen? Müsst ihr unbedingt mal nachmachen. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, erzählt es weiter. In diesem Sinne, guten Appetit und tschüss, bis dann. 'Cause I've been running.